Ja, hallo. Beziehungsweise, na hallo, ja, eher ein Geräusch ist als ein Gruß, würde ich sagen, guten Tag. Entschuldigung, auch wegen der Kaffee. Normalerweise habe ich ja eher die Kaffee ab, beziehungsweise besitze erst gar keine, aber die habe ich kürzlich günstig erworben, als ich zugleich meine Haare frisch gewaschen hatte und es ein recht heftiger Wind war. Das hat in das Freiluftlesen von Illustrierten doch behindert und eben auch die Haare entsprechend, ihr versteht schon. Was ich heute eigentlich tun wollte, ist, euch auf dieses Gemäuer oder dieses Gebäude, kleinere Gemäude hinzuweisen. Ich sehe das jetzt mal. Also, das wäre das. Ich finde, das ist ein relativ interessanter Gegensatz zwischen den eher älteren Steinen und der eher älteren Treppe und dann neben Geländer sekundär, insbesondere aber der Tür. Über die Funktion ist mir leider noch nichts bekannt. Es ist etwas sehr trutzig abgehoben hier von der Umwelt, nicht wahr? Und eine zackige Sache sozusagen. Gebäude hinter Büchern und so weiter. Aber ansonsten recht interessant. Auch schön gelegen. Ja, macht ja wieder einen Krach hier. Ne? Das sind die Autos. Sonst schön gelegen. Hier haben wir zum Beispiel einen Baum. Der lässt sich also auch durchaus in Richtungen erstreckt, in mehrere oder hier in alle Richtungen, besonders auch nach oben, ist ja auch sonnig. Und auf der anderen Seite auch ein Baum, etwas anders ausgeführt, aber auch schön. Und eben dieses interessante ältere Gebäude mit der recht modernen Tür. So, ich hoffe, dieser Beitrag aus St. Wendel vom Spazierkant ist nicht nur etwas für Wayne, nicht nur für Wayne, also Wayne interessiert es, ne? Sondern vielleicht auch für irgendjemand anders. Ne? Also in diesem Sinne erstmal alles Gute und see you.